Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Susanne von Bollenhutart. Ja, und jetzt geht's weiter mit der kleinen Serie. Wobei die kleine Serie, die wird gefühlt immer länger. Ich weiß auch nicht. Und jetzt ist es sogar so, heute geht es ja ums Papier und was man mit dem Papier alles machen kann. Und das war wieder so viel. Ich habe das ja schon gedreht. Es war wieder so eine Menge, dass ich, es tut mir echt leid, aber ich muss es in zwei Teile teilen. Also es gibt jetzt zwei Videos halt. Das eine, das was man jetzt gucke, oder ich gerade jetzt halt aufnehme, das ist jetzt der Teil, wo ich euch zeige, was mir so alles eingefallen ist, was man mit dem Papier machen kann, bevor es eingenäht wird. Weil das ist ja immer die Frage, oder oft kommt die Frage, macht man mit dem Papier, bevor man es in die Signatur näht, irgendwas? Oder bevor es in die, nicht in die Signatur, nicht bevor es in die Signatur kommt und es wird dann in das Journal eingenäht, macht man da vorher was oder macht man da hinterher was? Und ich jetzt als wirklicher, ich bin ja echt kein Profi, das ist jetzt mein erstes großes, richtiges und Design-Team von Luise und so. Also ich bin gerade ein bisschen sehr gestresst, auf jeden Fall habe ich da festgestellt, das ist eine neue Erfahrung für mich. Ja, ihr kennt meine Junk-Journals, die sind inne. Bis jetzt immer, also nicht gerade so toll gewesen. Und das jetzt soll ja schon ein bisschen hübscher wäre wie normal. Also theoretisch so, dass man es am Schluss verkaufen könnte. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch. Auf jeden Fall ist es so, dass ja, also ich für den Teil jetzt, für dieses Journal habe jetzt festgestellt, für mich war es jetzt einfacher, ich mache, bevor ich es ins Journal reinnähe, einfach vorher was mit den Papieren. Dann habt ihr einfach das Papier in der Hand, ihr könnt da besser mit rumhantieren, ihr könnt besser was wegschneiden, was hinklebe, was hinnähe. Es ist einfach, fand ich jetzt für mich handlicher. Man kann natürlich am Schluss immer noch irgendwas machen, da spricht ja nichts dagegen. So, und bevor ich jetzt lang wieder rumschwätze, ich schwätze schon wieder zu viel, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich zeige euch mal den Stand von den Signaturen, wie es jetzt gerade ist, aber ich kann euch eins versprechen. Das Ding hat sowas von gelebt, wie noch nie irgendwas gelebt hat, was ich bis jetzt da unter meine Hände gehabt habe. Das hat gefühlt, also ich habe da jeden Tag fast dran geschafft und jeden Tag hat es anders ausgesehen. Habe ich die Papiere nochmal sortiert und nochmal sortiert. Dann sind da welche rausgeflogen, welche sind reingekommen. Und ich zeige euch jetzt mal so einen Stand. Das ist aber nicht der Stand am Schluss, kann ich euch jetzt schon sagen. Also das ist jetzt einfach mal. Wir fangen jetzt einfach an, dann kommen wir so langsam mit, von was ich hier da rede. So, jetzt geht's los. Viel Spaß. Also jetzt gefällt mir das viel besser. Das guckt jetzt da vorne nicht mehr so spitz raus. Und ja, die Schnipsele, die sind jetzt arg dünn. Also die hebe ich jetzt nicht auf. Also ist schon mal selten, dass ich das wegschmeiße, aber das kommt jetzt mal weg. So habt ihr es gesehen. Ja. Da habe ich jetzt auch am Schluss ja den Rand abgeschnitten, weil ja. So Sachen muss man halt auch mal machen. Gell? Also am besten gleich am Anfang, gleich so ein bisschen euch die Seite zurechtschneiden. Das hat ganz gut geklappt mit diesem Männer-Cuttermesser, was ich mir dazu gelegt habe bei Action. Also das ist gerade mein größter Freund, muss ich jetzt sagen. Also wir haben uns gut aneinander gewöhnt und es klappt wunderbar. So, und jetzt geht's weiter. Was man jetzt so ein bisschen an der Seite, also ich sag mal, wie so aufpimpen kann. Also eben, ich gehe jetzt mal davon aus, ich mache jetzt ein Journal, was ich hinterher vielleicht verkaufen möchte. Also kann ich das ja nicht so nackig dahergeben. Da muss er schon ein bisschen, das muss ja schon ein bisschen nach was aussehen. So. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und da ich ja weiß, nicht jeder hat eine Nähmaschine. Also ich habe jetzt so einen Schatz dahinter mir stehen, aber es hat nicht jeder. Ich zeige euch jetzt einfach wieder Möglichkeiten, wie ihr es machen könnt ohne Nähmaschine, wie ihr es machen könnt mit Nähmaschine. Und das ist gleich mal das Erste. Das ist jetzt hier sowas.
Und da geht's jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und jetzt fangen wir direkt mal an. Hier, das da. Das ist quasi aus Papierabfälle mit der Nähmaschine einmal hingenäht. So. Und sowas kann man natürlich auch machen ohne Nähmaschine. Und darum machen wir jetzt gerade nochmal sowas. So, das ist eine Möglichkeit. Und genauso könnt ihr das an der Nähmaschine machen. Ihr legt euch die Stücke zusammen, schon hingerichtet, tun das einmal drauflegen, dann wissen wir, wie viel ihr in etwa braucht. Hier habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr gebraucht. Und an der Nähmaschine, da fangen wir an zu nähen und dann schieben wir euch immer dann das Stückle unter den Fuß. Also während dem Nähen quasi. Und sowas ist einfach, so, es fühlt sich gut an. Warum macht man das, frage sich manche. Das ist einfach, also das jetzt ist eine optische Sache. Mit dem Ding kann man jetzt nichts anfangen. Wenn ihr eins wirklich rein näht, könnte man theoretisch da so ein bisschen was seitlich drunter hängen, aber ich weiß nicht, ob das hebt. Ja, theoretisch, wenn man da jetzt gut genäht hätte, könnte man da jetzt was drunter hängen, aber ja. Ich glaube nicht, dass für das jetzt gedacht ist. Das ist einfach nur Dekoration und ein bisschen was zum Anfassen, dass es irgendeine Struktur hat. So, jetzt habt ihr das auch gesehen. Und dann habe ich ja Experimente in meiner Küche gemacht. Experimente in meiner Küche heißt, ich habe Papier gefärbt. Es war echt, ja, es war echt hart. Also ihr habt ja schon ein bisschen Papier gesehen, da ist so richtig blaues Papier dabei. Ja, das war halt so eine Mischung, was die Lebensmittelfarbe hergegeben hat, plus Kaffee. Ich sag's mal, wie es war. Kommt aber ganz gut jetzt mit der Luise, ihrem Papier, kommt es ganz gut zusammen, muss ich sagen. Also mir gefällt es ganz gut. Und jetzt zeige ich euch noch eine Art, wie man auf einer Seite irgendwas, so einen Fokuspunkt machen kann. Also sowas, wo man auch gern hinfasst, wo man anfassen möchte. Um das geht es ja oft im Junk Journal. Ihr macht da quasi irgendwo Seite und so, wo man einfach nicht nur, die haben nicht nur eine Funktion, sondern das ist einfach schön, wenn man es anfassen kann. Also eine Struktur oder sowas. Und da habe ich jetzt auch wieder was gemacht und das zeige ich euch jetzt. Jetzt gehen wir mal an diese Geschichte hier. Glück gehabt. Heimatland. Das muss trocknen. Das gehe ich sauber machen. Und das auch. Bis gleich. Könnt ihr euch erinnern, dass ich im Action war und dieses Embossing-Set gekauft habe? Also das ist das Gold und das ist dieser Klebstoff da dazu. Und jetzt bin ich da einfach mit dieser Fläche über diese Struktur gerade einmal so drüber gegangen. Nur so oberum. Gerade so ein bisschen getupft. So. Jetzt tun wir da gerade ein Blatt drunter, wo wir dann auch das Pulver auffangen können. Am besten nicht mehr atmen. Ich sag's euch. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. So. Jetzt kommt es da drauf. Also am Anfang, ich fand es ja so ein bisschen merkwürdig, aber jetzt muss ich sagen, das macht richtig Spaß, vor allem wenn sich es dann verwandelt. Boah, das ist so ähnlich wie Brushos, könnte ich auch ewig zugucken. So, jetzt klopfen wir das wieder ab. So, da hängt es jetzt, seht ihr das? Ein bisschen da vorsichtig drauf klopfen.
kommt wieder unser Föhn zum Einsatz. Also mir gefällt's. Weißt du, was ich ihr sage? Ich finde auch auf diesem blauen Papier kommt es richtig gut und es tut sich mit der Luise ihrem Papier wunderbar. Verheiratet, sage ich jetzt mal. Und ja, das fühlt sich halt auch gut an. Das ist halt so eine raue Oberfläche, dann noch das Blau und das Gold. So könnt ihr zum Beispiel auch irgendwo so ein, ja, so ein Hingucker machen. Relativ einfach ist das ja. Und ja, das ist noch eine Möglichkeit, was man mit Papier machen kann. So, jetzt habt ihr das auch gesehen. Und was immer kommt, ich freue mich ja so über eure Kommentare. Und im letzten Video, da habe ich aber da so tolle Kommentare bekommen. Und da lese ich euch jetzt gerade wieder was vor. Moment, also im Moment habe ich wieder schlechte Augen, brauche ich jetzt wieder Lesebrille. Komischerweise, das schwankt immer so. Also, ich lese mal vor. Die Beate Heinz hat geschrieben, muss ich mal so runter, dass ihr euch auch noch seht da oben. Boah, wie schön das schon ausschaut. Du hast mich auf eine schöne Idee gebracht mit deinem Coverbasteln. Ich schaue mir gerade alte Bilder durch. Da werde ich doch auch mal so was Tolles basteln. Und das Junk Journal sieht ja jetzt schon mega aus. Also das war jetzt der Kommentar zum letzten Video, wo wir das Cover gemacht haben. Und es freut mich. Vielen Dank, liebe Beate. Ja, eben. Dieses Cover, das war nicht schwierig vorne drauf zu machen. Man muss nur die Idee irgendwo haben oder sich einfach auf YouTube irgendwo die Idee sich hole. Das machen wir alle so. Wir gucken ja alle in der Gegend rum. Und wenn ihr da was findet, was euch interessiert, dann gucken wir das halt ein paar Mal an und dann probieren wir das nachzubasteln. Nicht jeder hat immer eine Idee parat. Also das ist bei mir auch so. Ich gucke da rum und ich gucke dort rum und dann gefällt mir was und dann probiere ich was aus, tue vielleicht nur ein bisschen was verändern. Und so habt ihr dann eben auch irgendwas gebastelt am Ende des Tages und uns hat euch dann hoffentlich auch noch Spaß gemacht. Das ist das Allerbeste, wenn das so passiert. Dann habe ich noch einen Kommentar von der Viola Zimmermann. Hallo Viola. Sie hat geschrieben: Liebe Susanne, das gefällt mir wieder richtig gut, zumal es diesmal nicht so bunt ist. Ja, das gefällt mir diesmal auch richtig gut. Ich meine, innen ist es schon ein bisschen, aber nicht so dolle. Danke für die viele Arbeit, die du dir wieder gemacht hast. Sogar zwei Versionen hast du gezeigt. Und was ich besonders sympathisch finde, dass du deine Videos in Deutsch-Schwäbisch machst und nicht in Englisch. Davon gibt es ja schon genug. Also Deutsch-Schwäbisch, das ist quasi, das beherrsche ich, ohne drüber nachzudenken. Ich nähe schon ewig und ich sag dir, du kannst ruhig mit dem Zickzackstich so ein Blümchen annähen. Aha. Da kann normalerweise nichts passieren, vor allem wenn du darauf achtest, den Draht nicht zu treffen. Aber selbst wenn, der ist so dünn und biegsam, das müsste eine dickere Nadel verkraften und um deine Nähmaschine musst du dich nicht sorgen. Also da bin ich jetzt richtig froh drüber, Viola. Ich habe da wirklich ein bisschen Bedenken gehabt mit dem Blümle und ich habe so von Hand dann, dass ich ja nicht auf diesen Draht komme und so. Aber gut zu wissen. Und wenn Viola schon viele Sachen genäht hat, dann wird die da schon Bescheid wissen. Vielen Dank für den Tipp. Aber trotzdem, also ich werde es trotzdem nicht so drüber rattern. Man muss aufpassen, dass man natürlich diesen Draht nicht trifft. Also das ist mir auch logisch. Und ich habe richtig relativ dicke Nadel drin. Und dann hat uns noch Nadine Lehmann geschrieben. Also das sind jetzt drei Kommentare von, ich weiß nicht, 50 oder, nee, 50 nicht, 25 oder 30. Die Nadine hat noch geschrieben: Oh, das ist so besonders geworden. Und die Idee mit den Minitags ist so klasse. Danke für die Inspiration. Ich habe schon öfter deine tollen Ideen aufgegriffen und freue mich immer so auf deine Videos. Danke für deine viele Zeit, die du investierst, um uns entspannte 58 Minuten zu ermöglichen. Ich freue mich sehr darauf, wie es weitergeht. Bleib kreativ. Ja, vielen Dank, ihr drei. Und wenn wir es gerade von den Minitags haben, da habe ich doch diese Woche, wo habe ich das jetzt hingelegt, Post bekommen. So ein süßes Umschlägle. Und zwar, das ist
von jemand, die von einer Frau, von der, das ist Ursula Schmöker, und die guckt mich auf YouTube. Und die hat gesehen, wie ich mir da einer abgebrochen habe, um diese kleine Text zu machen, hat sie Mitleid mit mir bekommen. Und da hat sie in irgendeinem Video, hat sie gesehen, da habe ich mal kurz meine Adresse eingeblendet gehabt und hat sie so lange hin und her gespult, bis sie meine Adresse rausgefunden hat. Also die Leute sind kreativ. Und dann hat sie mir so ein tolles, sie ist Kartebastlerin, hat sie mir so eine tolle Karte gebastelt. Richtig super. Und da oben hat sie mir Text reingemacht in verschiedener Größe. Also das war jetzt einer von der Große. Halt, ich gucke schon wieder falsch. Also da ist alles Mögliche drin. Sind denn jetzt die Kleinen? Ich habe gleich einer verbastelt. Also einer ist schon im neuen Junk Journal drin. Also sie hat da so eine Stanze natürlich. Also Kartebastler haben immer solche Stanzmaschine und da hat sie mir alles Mögliche da so kleine Sachen daraus gestanzt und die kleinen Texte sind so klein, da ist jetzt eins. Das ist winzig. Meins ist noch winziger. Also meins ist so ein Viertel von dem. Aber trotzdem, das ist auch total süß und das da auch. Das ist so ein kleines Häuschen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank, liebe Ursula. Ursula hieß sie, gell? Ursula Schmöcker, ja. Ja, hat mich sehr gefreut. Und die Woche kam noch, nochmal Post von der Petra Quandt. Hallo Petra. Das habe ich aber auf Facebook, habe ich es euch schon gezeigt. Die hat mir eine schöne Schwarzwaldkarte geschickt mit so Schwarzwaldmädels drauf. Und also das war auch ganz toll, hat mich auch sehr gefreut. Und dann habe ich nochmal Post bekommen von der Sarah aus Berlin. Und die hat, also die Woche war der Tag von der Schwarzwälder Bullehütte. Die hat mir auch eine Happy Mail geschickt. Auch Bilder und Postkarte und so von Bullehütte und Katze und so weiter. Vielen Dank, ihr drei. Hat mich sehr gefreut. Auf Facebook habe ich es euch gezeigt, was da gekommen ist. Ich wollte es jetzt einfach hier nochmal erwähnt haben. So, jetzt müssen wir weitermachen. Weil sonst wird das Video noch länger. So. Jetzt kann ich da wieder lesen. Das geht jetzt hab groß geschrieben. Moment. Ah ja. Jetzt habe ich. Also man hat ja manchmal, man sitzt ja manchmal vor der weißen Seite. Und das kann einem manchmal sogar Angst machen, eine weiße Seite. Aber es muss es nicht. Also wenn ihr so eine weiße Seite habt und euch fällt nichts ein, dann probiert einfach mal eine Collage zu machen. Das ist gar nicht so schwer und das habe ich auch gemacht. Eine Collage habe ich da reingemacht und die zeige ich euch mal jetzt. Schütze Auen, Papier von der Luise und innen drinne war das einfach weiß. Und da habe ich jetzt so eine Collage gemacht. Das könnt ihr auch machen, auch bevor ihr das ins Junk Journal reinkommt. Also. Das ist eine alte Buchseite von diesem Flora-Buch. Da einfach eine Seite rausgerissen. Und dann habe ich so ein Gras da gemalt mit ganz normaler Aquarellfarbe. Mit einem bisschen schwarzer Stift, so ein bisschen hinterher. Nichts Besonderes, nur so zack, zack. Dann hatte ich da. Das ist Washi-Tape, das gibt es gerade bei IKEA. Wir waren vor kurzem bei IKEA. Und dann gab es eben das Dunkelgrün, das fand ich toll. Und ich wusste schon, dass ich dieses Junk Journal mache, eher in der Naturfarbe. Na, deswegen diesem Dunkelgrüne mitgenommen. Und das ist jetzt das da oben. Und dann da, das ist ja das da mit den Tickets da drauf. Das weiß ich nicht mehr, wo das her ist. Da kam eine Briefmarke, die habe ich verrissen. Da ist das eine Teil, da unten ist das andere Teil von der Briefmarke. Das da, das kennen wir wahrscheinlich, das ist von unserer Blümle hier. Und zwar von dem rosa Blümchen habe ich zwei Blätter abgerissen und habe das damit hingetackert und bin ein bisschen mit unserem oder mit meinem mittlerweile geliebten Distress Ink so darüber gegangen. Dass es nicht mehr so ganz rosarot halt scheint. So, und den jungen Mann hier, den habe ich halt aus diesem Tim Holtz Paper Dolls. Guckt euch mal, wie viel da drin sind. Die muss ich ja benutzen. Also werde ich jetzt da öfters mal so ein Kerlchen nehmen. Und dann habe ich gedacht, warum nicht?
Schon ganz witzig, der steht da und lehnt sich an meinem Gras an. Der darf das machen. Vielleicht ist er auch ein Mädchen. Kann ich jetzt nicht so genau sagen, ja. Das ist einfach so passiert. Das ist auch eine Collage, wo ich gemacht habe. Und dann habe ich das einfach, habe ich so verschiedenes Papier zusammengenäht und das dann alles übereinander. Also erstmal das Grüne, dann habe ich der Luise ihren Tag da oben drauf genäht und dann die zwei Sachen da oben einmal quer. Und jetzt kann man das so hoch machen. Jetzt kann man da drunter quasi was schreiben, wo nicht gleich jeder sieht. So kommt es raus, da weiß keiner, dass da drunter was geschrieben ist. Und da könnte man noch eine Kleinigkeit dahinter stecken. So, und das könnte jetzt komplett hier hinter wandern. So, ist das aufgeräumt. Genau. Ah, und der Bursche hier, der steht nicht umsonst da, der hat nämlich auch einen Job, nämlich der gleiche Job. Der kann nämlich auch was festhalten. Susannchen ist wieder nicht so richtig vorbereitet. Müsst ihr mich entschuldigen, nehmen wir gerade mal das. Stellen wir uns vor, das wäre irgend so eine Karte. Und die kann man einfach auch hinter den Stecker. So. Der kann auch noch was festhalten. Den habe ich nur da unten festgeklebt und das ist stabile Pappe und das klappt wunderbar. Also das könnt ihr auch machen. Wie gesagt, eine Collage machen auf irgendeiner von eurer Seite. Und das ist jetzt schon mal drauf. Da habe ich so ein bisschen noch von meiner Oma ihrem Mullverband da was drunter gemacht und nur hingetackert. Das geht ja ganz schnell. Getackert, getackert. Das ist auch was. Ihr müsst nicht immer alles nähen oder kleben, ihr könnt auch tackern. Und überall, wie gesagt, kann man was schreiben. Ja, aber ein bisschen so seitlich drunter stecke. Das ist wie noch mal eine Collage. Ja, habt ihr es gesehen? Das Kerlchen ist immer schwer in Arbeit, den ganzen Tag. Ist da fleißig und hält da die Sache fest. Ja, und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ja ein Junk-Journal, wo ich mache in Zusammenarbeit oder ja, mit der Luise. Ich bin halt da in ihrem Design-Team drinne jetzt und habe ja da einiges Papier drinne von ihren digitalen Kits. Also ich habe verschiedene Kits zusammengewürfelt. Das ist normal nicht so üblich. Normal hat man ein Kit und macht aus dem dann ein Journal. Aber ich hatte ja schon welche und habe die dann kombiniert mit einem, was sie mir dann zur Verfügung gestellt hat für dieses Design-Team-Projekt. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich da so alles mit diesem digitalen Kit mit meinem Drucker gemacht habe, weil wenn ihr so ein Kit euch kauft, da habt ihr so viele Möglichkeiten. Ich habe euch schon mal am Anfang, am ersten Video habe ich euch ja schon mal gezeigt, was man alles mit dem Papier machen kann, aber ich habe da jetzt noch mehr Sachen probiert, speziell jetzt für dieses Journal und das möchte ich euch gerade mal mit euch teilen. Das möchte ich euch gerade mal zeigen. Geht los. Das ist ja ein digitales Papier von der Luise. Wunderschön hat sie das gemacht. Sogar da oben so ein bisschen schräg, dass das aussieht wie Gerisse. Also das könnt ihr dann genauso schräg dann auch ausschneiden. So, wenn euch die Größe aber nicht behagt, dann habe ich das so gemacht. Also ich habe das ja runtergeladen mir. Und dann kann ich dieses PDF aufmachen. Und dann gibt es ja irgendwo bei euch wahrscheinlich auf dem Handy die drei Pünktle, wo es dann heißt bearbeiten. Und dann geht bei mir ein anderes Programm auf und da kann ich dann schneiden. Und ich habe das dann geschnitten, quasi zugeschnitten und habe die Hälfte weggemacht. Und dann hatte ich nur noch die vier Bilder. Wenn ihr dann die ausdruckt, kommen die natürlich größer aus. Ja? Genau. Und jetzt haben wir die ganze Sache größer. Ich habe es wieder auf dickerem Papier gedruckt, also dass man hinter drauf schreiben kann. Da kann man noch, was ich, ein bisschen braun mache oder so, wenn man das möchte. Ich hätte auch gleich kaffeegefärbtes Papier nehmen können, aber ich habe gerade keins mehr. Und vor allem gefällt mir jetzt auch ganz gut die Größe für das, was ich jetzt da damit vorhabe. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das wollt, wenn ihr jetzt nur die Pflanze wollt, die euch schön
ausschneide und dann irgendwo hin klebe. Das geht natürlich auch. So, das nächste, was ich euch zeigen möchte, wenn ihr, das ist ja auch ein Kit von der Luise. Das ist jetzt ziemlich farbenfroh, sage ich jetzt mal. Gefällt mir auch ganz gut, aber jetzt nicht in dem Journal, was ich jetzt gerade vorhab zu machen. Ich habe ja gesagt, es wird nicht so bunt. So. Und jetzt habe ich das einfach so gemacht. Ich habe die Datei, also so eine ähnliche hat sie nochmal in diesem Kit, was ihr da kaufe. Da gibt es ja mehrere solche Seiten. Und ein anderes Blatt habe ich jetzt auch aufgemacht mit meinem Handy. Habe gesagt, bearbeiten. Bin in den Filter reingegangen und habe einen Antikfilter drüber gelegt. So, das kommt dann so raus. Jetzt ist das nicht mehr so, ich zeige es euch nochmal im Vergleich, nicht mehr so hell und so ein bisschen arg farbenfroh, sondern es ist ein antiker Filter drüber. Aber ihr seht jetzt, es sind eigentlich die gleiche Farbe gewesen wie da drüber, aber durch so einen Filter könnt ihr das in Farbe quasi ausdrucken, wie ihr das jetzt braucht für euer Projekt, was ihr gerade am Machen seid. Und so habt ihr jetzt quasi aus dem gleichen Kit ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das ausdrucken könnt. So, und hier, das ist ja jetzt auch von der Luise im Kit. Das ist auch wunderschön. Es hat halt diese Boho-Farbe. So, und das passt jetzt gerade nicht in mein neues Junk Journal rein. Was habe ich gemacht? Ich habe es mir einfach in Schwarz-Weiß ausgedruckt. Das geht auch, auch über einen Filter. Ja, ihr wendet einen Filter an. Also jetzt nicht die Seite, sondern ich habe das Ephemera-Pack dann mir ein paar Seiten ausgedruckt. Und dann kommt es einfach so. In Schwarz-Weiß. Und da könnt ihr auch wieder mit der Größe spielen, wie ich es euch schon vorher gesagt habe, wenn ihr das dann euch zurechtschneidet oder die hier. Die sind eigentlich so groß wie die. Das ist Originalgröße. Und wenn ich das jetzt kleiner brauche, da gibt es, also ich habe jetzt, da gibt es verschiedene Apps. Ich habe jetzt eine App auf dem Handy, die heißt Layout. Da kann ich verschiedene Fotos auswählen, bis zu 9 Stück. Und dann macht er die mir in ein Layout. Dann packt er die 9 Bilder in viereckige kleine Kästle rein und dann wird aus also einem großen Bild, das wird automatisch kleiner. Und zwar so klein. Und das kann man jetzt auch irgendwo benutzen. Und genau, so könnt ihr, das ist jetzt, seht ihr, das ist jetzt die gleiche. Nur in klein ausgedruckt und in groß ausgedruckt. Ihr könnt da wirklich spielen mit den Einstellungen an eurem Handy und eben farbig oder schwarz-weiß oder Nostalgie oder da müssen noch mal eure Handys ausprobieren, was die können. Die können richtig viel. So, und ich war schon fleißig, habe geschnibbelt, dass das nachher, wenn man sitzt, dann das ist ein Bellyband, das finde ich auch sehr schön. Was habe ich euch noch zu zeigen? Moment, mal wieder ein kleiner Kurs am Rande. Das ist von dem Urban Kit und das könnt ihr jetzt zum Beispiel auch, also das ist jetzt ein anderes Bild, aber ich habe das jetzt ein anderes eben auf transparentes Papier gedruckt. Und ich habe vor, da damit wie eine Tasche zu machen. Ich werde es hier ausschneiden, an dieser Häuserfront entlang und werde es dann in mein Junk Journal einnähen. Hier, so ist mal vor. Und dann kann man da dahinter was stecken. Ich mache das jetzt mal mit einer Büroklammer fest, dass ich da weiß, da gehe ich nachher an die Nähmaschine. Ich hoffe, dass ich da keine Probleme kriege. Ja, unglaublich, oder? Also da, das könnt ihr dann also überall benutzen, in alle Farben euch ausdrucken. Benutzt mal eure Filter, benutzt mal in verschiedene Größe das zu drucken. Also wenn ich, das letzte Video wird da dieses Flip-Through-Video sein, also dieses Durchblättern-Video. Da zeige ich euch dann wirklich bis ins kleinste Detail, was ich alles gemacht habe. Jetzt, wenn ich euch das jetzt zeige, wird es langweilig. Also dann gucken wir das letzte Video nicht an. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Im letzten Video, da zeige ich euch dann alles, was mit den Sachen auf und Luise passiert sind, wie ich die verwandelt habe in unterschiedlichster Art und Weise. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich sehr, sehr toll. Mir selber Gedanken darüber zu machen, wie ich jetzt das da einsetzen könnte und dort. Und ja, mir ist da schon einiges eingefallen. So, und jetzt haben wir noch mehr weiße Seite drin. Weil wenn man so ein digitales Kit ausdruckt und man druckt nicht
Vorderseite und Rückseite. Also man kann ja im Drucker die Vorderseite drucken und dann kann man auch sagen, die Rückseite wird auch noch mit was bedruckt. Das habe ich jetzt nicht immer gemacht. Ich habe manchmal nur die Vorderseite bedruckt und habe die Rückseite weiß gelassen. Nur so ganz weiße Seite im Journal, das ist manchmal ein bisschen halt so hart weiß. Das kommt manchmal nicht so gut. Und darum zeige ich euch jetzt mal eine einfache Art, wie ihr quasi die weiße Seite eurem Journal angleichen könnt. Geht los. Ich habe jetzt hier eine weiße Seite und die Gegenseite ist natürlich auch weiß. Und da machen wir jetzt was mit der Seite, bevor die hier reinkommt. Das heißt, ich nehme die jetzt raus, mit Henne noch nicht genäht. Und ich habe da jetzt schon den weißen Rand außenrum weggeschnitten. Und auf der Seite ja, legen wir jetzt los. Und zwar, ich habe hier diese Acrylfarbe da von Action. Und ich habe da vorher schon so ein bisschen rumprobiert mal. Die habe ich hier drauf gemacht. Schon auf einem Blatt Papier. Da habe ich noch ein bisschen was. Und da ist schon noch so hellblaue. Da können wir auch noch mal ein bisschen mehr dazu machen. Dann habe ich noch so braune. Die ist uralt von Van Gogh, um Gottes Willen. Die ist wirklich sehr alt, aber sie tut es immer noch. Da habe ich mir da noch was dazu gemacht. Ich mache da gar nicht ein großes Tamtam. Ich will einfach nur, dass ein bisschen Farbe dabei ist. Die auf der anderen Seite, wissen wir, da ist die blaue Sache. Und jetzt möchte ich einfach, dass die Farbe ein bisschen auf der Seite auch noch kommt. Ich glaube, ich lasse das jetzt schon. Viel mehr mache ich jetzt gar nicht. Das ist einfach nur, dass ein bisschen Farbe da ist. So, jetzt habt ihr das auch gesehen. Und ja, das macht, also mir macht das Spaß. So ein bisschen rumsauer. Also das ist genial. Also für mich ist das immer genial. Ja. Und jetzt habe ich noch was gemacht. Und zwar, da habe ich ein bisschen rumprobiert. Eben. Und da war eine Seite dann dabei, die war mir halt dann einfach ein bisschen zu bunt, zu wild. Aber sowas schmeißen wir natürlich nicht weg. Also ihr wisst ja, bei uns wird alles aufgehoben und da machen wir natürlich was draus. Und was ich da draus gemacht habe, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Es geht los. Jetzt würde ich gern, also ihr wisst ja, das ist ja jeweils eine halbe Seite. Und da drüber ist ja dann diese andere Seite, die blaue mit dem digitale Kit von der Luise. Und auf der Seite haben wir jetzt quasi nichts, außer das bisschen Farbe. Und da würde ich jetzt gern so einen Papierstreifen machen. Einer, der wieder die Farbe so ein bisschen aufnimmt. Und da habe ich vorher, wie ich rumprobiert habe, habe ich sowas probiert. Das war mir jetzt zu verrückt. Aber jetzt habe ich das Papier und jetzt werfe ich das natürlich nicht weg. Und das nehmen wir jetzt und machen uns hier so einen Papierstreifen. Und ja, auf der Rückseite ist übrigens, naja, ich habe da nicht so aufgepasst, welches Papier ich nehme. Ja, jetzt haben wir halt über Luises schönes Papier, leider auf der Seite und auf der Seite haben wir das. Könnte man natürlich auch so reinnehmen, aber ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte da lieber jetzt so einzelne Streifen reißen und die dann irgendwie anderweitig wieder benutzen. Auge zu und durch, ihr kennt mein Motto. Und die Streife heben wir natürlich alle auf, wenn wir jetzt nicht alle nehmen. Ihr könnt auch mal was Breiteres euch nehmen und dann ist das hier haben wir das. Da könnte man zum Beispiel schreiben. Nehmen wir da so eine Journalkarte. Aus dem kann man noch was machen. Aus dem genauso. Sieht halt hier hinten so aus und hier so. Da könnte man Tag machen oder irgendwas. Also aus solche Schnipsel kann man immer noch etwas zaubern. Aus dem könnte man zum Beispiel so ein Bellyband machen. Auch nicht schlecht von der Farbe her. Das heben wir mal auf. So, und das da, das lassen wir jetzt einfach mal so. Das kommt in den Vorrat. Wir haben ja fast nichts. So,
Jetzt gucken wir mal. Müsste man vielleicht noch ein bisschen föhnen, aber jetzt. Oh ja, gucken wir mal, meine Finger an, sind schon wieder, haben schon wieder alle Farbe. So. Ich mache das jetzt mal an der Nähmaschine und bin dann gleich wieder zurück. Oder ich nehme euch mit. Nehme ich euch mit? Ja, ich nehme euch mit. Dann sehen wir das da auch mal, wie ich das da mache. Moment. So, jetzt sind wir wieder an der Nähmaschine. Hier sind wir wieder auf diesem ominösen Ständer. Und ich hoffe, dass ich nicht an euch drankomme. So, ich habe hier einfach Papierstreife. Die haben wir immer übrig. Also ich hebe die auf, ich mache die in so einen Gefrierbeutel rein für den nächsten Einsatz. So, und jetzt habe ich hier lauter kleine solche Stücke Grisse von dem Papier. Da ist jetzt vorne und hinten was drauf. Das können wir dann gucken, wie wir das nehmen. Und dann habe ich noch ein bisschen Stoffgrisse und so ein bisschen Spitze. Nicht Grisse, das habe ich geschnitten. Mit so einer Schere, so einer Zickzackschere. Und jetzt geht es einfach los, dass man quasi anfängt mit so einem Stück Papier oder Stoff, das ist wurscht. Und das legen wir euch drunter. Also ich fahre da ziemlich weit sogar rein und mache das Füßle runter. Achtung, geht los. Und ihr legt euch jetzt immer einfach ein Stück gleich drunter. Wenn die euch zu schnell ist, geht ihr halt mit dem Fuß unten weg, wenn ihr euch ein anderes Stückle suchen wollt. Immer so ein bisschen Abwechslung machen. Und ich lege das immer ein bisschen oben drüber, aufs nächste quasi. Und so machen wir weiter. Und wenn ihr am Ende seid, dann nehmen wir euch den nächsten Streifen und den legen wir dann gerade an. Machen gerade weiter. Das rennt ja dahinter raus, das macht ja nichts. Das kann man hinter einfach abschneiden, so lang wie man das möchte. So, jetzt haben wir die zwei Papiere verbunden. Ja, jetzt haben wir quasi die Farbe benutzt. Wir haben was benutzt, was eigentlich in Müll gekommen wäre, weil es halt nicht so gut gelaufen ist. Und das ist ewig lang. Und das schneidet ihr euch einfach ab, da wo ihr es wollt. So. Und wir erinnern uns, jetzt hole ich gerade nochmal unser Journal her. Oder das ist ja nur jetzt das Papier. So, muss ich gerade überlegen. So rum, das war so drin. Das war ja jetzt diese weiße Seite. Jetzt haben wir da halt ein bisschen, so ein bisschen farblich angeglichen. Und damit es nicht ganz so langweilig ist, machen wir jetzt hier außen dieses Ding da dran. Das könnt ihr jetzt auch hinnähen natürlich. Ich werde es jetzt auch so machen. Ich gehe jetzt nochmal in die Nähmaschine, nähe das dann nochmal darunter. Ihr könnt es aber auch einfach hinkleben mit doppelseitigem Klebeband. Das hebt genauso und das hängt nach außen hin, wie es euch gefällt. Bei mir darf das rausgucken, das stört mich nicht, das wissen wir ja. Und ich gucke jetzt gerade nochmal die Seite an und das mache ich eben auf beide Seiten. Also ich mache hier eins dran. Und ich mache hier auf der Seite auch eins dran. Das kommt da quasi weiter hinter. Aber ich habe ja jetzt so eine lange Bahn da gemacht. Und dann passt das ganz gut. Genau. Das mache ich jetzt. Bin ich gleich wieder da. Ah, und jetzt nehme ich das auch noch mit, wenn ich schon in die Nähmaschine gehe. Und nähe das einfach einmal hier fest. Dann habe ich das schon festgenäht. Genau, ich hoffe, dass das da kein Problem macht. Das werde ich euch sonst berichten. Und da haben wir nichts. So sieht es aus. Das machen wir jetzt so. Das nehme ich mit und das. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Frau Bohlenhutart hat genäht. Da lag dahinter noch so ein Stück von diesem Verpackungsmaterial rum, wo ich mal Happy Mail bekommen habe. Habe ich gedacht, das mache ich gerade dahin.
Dann habe ich angefangen mit einem geraden Stich. Da habe ich gedacht, ich glaube, Kreuzstich ist besser. Dann habe ich halt umgestellt. Jetzt ist es halt da Kreuz und da hoch zu es auch. Und da habe ich nicht so richtig aufgepasst, da ist mir ein bisschen verlaufen. Aber das ist egal. Das juckt da keinen Menschen. So, jetzt ist das eine Tasche. Und genau, da ist der Rest vom Papier und so sieht jetzt diese Seite aus. So, das sind wieder Experimente aus meinem Bastelzimmerle. Jetzt gucken wir erstmal das da an. Also ich habe da noch so altes, kaffeegefärbtes Papier gehabt und manchmal kriegt es ja Löcher. Wenn das jetzt so ein Kopierpapier ist, kann euch das passieren. Dass wenn ihr Kaffee färbt, das da halt hingelangt und dann war das zu nass und dann war da ein Loch drin. Ich habe deswegen dem jetzt nicht weggeschmissen. Das hebe ich auf für solche Sachen, zum Beispiel wenn man eine Collage macht. So, und da ist ja das Bellyband von der Luise, ihrem Kit, was ich in Schwarz-Weiß ausgedruckt habe. Und das habe ich hier drauf genäht und da oben hat es mir ein Loch reingemacht. Da müssen wir nachher, da tun wir nachher irgendwie so Mull oder irgendwas hintackern, das ist kein Problem. Hier habe ich offen gelassen, das ist quasi eine Tasche und das Ganze ist ein Bellyband. So, und die Seite, die war ja ganz weiß. Und ganz weiß ist jetzt gerade nicht so der Renner. Also habe ich da so ein bisschen Experimente gemacht. Das zeige ich euch gleich, wie ich das gemacht habe. Und das kommt jetzt hier auf die linke Seite. Da mache ich das fest. Ich weiß jetzt nicht, nähe ich es an oder muss ich mal gucken. Ja, das kommt hier hin. Und dann, ja, jetzt machen wir gerade mal nochmal so eine Seite, dass ihr seht, wie ich das da auf die Schnelle gemacht habe, dass da so ein bisschen Farbe drauf war. Ja, das ist das von der Luise. Und auf der Rückseite machen wir jetzt einfach nur, dass das Weiße weggeht. Machen wir jetzt nochmal so ein Experiment. Und zwar, ich mache es euch jetzt genau vor, wie ich es gerade gemacht habe. Also ich habe da so einen Acrylblock. Und das ist jetzt nämlich genau wahrscheinlich nicht so das Richtige gewesen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe diese Memento-Farbe. Und ich weiß nicht genau, da steht jetzt, ich kann es nicht so erkennen. Auf jeden Fall habe ich schon Videos gesehen, wo die Leute hier halt so Farbe draufstempeln. Dann tun sie es ein bisschen mit Wasser flüssig machen und dann gehen sie mit dem Ganzen aufs Papier. So. Und so hat man recht schnell so Abdrücke und hat so recht schnell so, wir haben jetzt da so eine braune Farbe drauf.
Ihr könnt auch rutschen mit diesem Block, wie euch das gefällt. Ne? So, und dann habe ich noch ein bisschen schwarze Farbe genommen. Weil ich bin ja in den schwarz-braunen Tönen unterwegs. Wasser dazu. Und drauf mit. Ganz so verschiebe. Einfach nur, dass es relativ schnell da irgendwas drauf ist. Ihr könnt es immer zusammenklappen und so verteilen. So. Und dann ist mir noch eingefallen, ich habe da so ein Rosa noch. Manche rennen jetzt schreiend davon und denken, oh mein Gott, macht es nicht. Er hat Frau Bohlenhutart Macht, aber nur wenig. So ein Tupfer. Das hat mich einfach selber interessiert, was passiert. Und dann habe ich braunes Brascho dazu. So drei Prise voll. Nicht mehr atmen, ihr wisst Bescheid. Und Wasser drüber. Ich mache es mal direkt, das erzählen. Also diese Brushos sind der Hammer. Sehen wir das? So. Und mit dem Rosa und dem ganzen Zeug gehen wir jetzt aufs Papier. Achtung. So. Lasst es jetzt mal für einen Moment. Da können wir mal drauf drücken. Und jetzt habe ich das einfach nur geschoben. In diesem Rosa von, das ist ja von Action die Farbe, da ist so Glitzer drin. So, vielleicht ist da verteilt. Jetzt machen wir die Klappe zu und verteile das noch schön auf die andere Seite mit, dass alles was davon hat. Dann könnt ihr das auch zwischendurch mal trocknen lassen. Ihr könnt noch drauf schablonieren, was euch so einfällt. So. Jetzt haben wir auf relativ schneller Art und Weise so ein bisschen Farbe auf die ganze Sache bekommen. Genau. Gut, kann das trocknen. So, jetzt sitzen wir gerade wieder an der Nähmaschine und der Freund hier, den habe ich jetzt das erste Mal in Benutzung gehabt. Susannchen hat ja nicht so die Erfahrung. Auf jeden Fall hatte ich da so zwei Seiten. Das ist auf dem dickeren Papier. Ich habe die weißen Ränder außenrum weggemacht und jetzt dachte ich, okay, jetzt nähe ich das komplett, also da nicht und da auch nicht. Ich dachte, ich nähe das oben und unten zusammen. Dann habe ich automatisch ja zwei Taschen. So, und jetzt ist mir die Seite so ein bisschen ja, langweilig vorgekommen. Und da habe ich gedacht, okay, du hast ja noch so Spitze von der Oma. Die habe ich mal vorbereitet, habe noch eine Spitze oben drauf genäht. Also da war ich schon mal sehr stolz auf mich, dass ich das noch gekriegt habe, weil da habe ich sie zusammennähen müssen. Das ist nicht schön, aber selten. Ja, wenn er da gucke, was da ist, jetzt wollte ich die da hinmachen und ich, Dummi, hab das da oben hingemacht. Das sollte zwei Taschen geben. Also Tasche, in die man auch was reinstecken kann. Ne? Jetzt ist das natürlich saumäßig ungeschickt, darum hat der kleine Freund da hinten mir jetzt geholfen, das wieder aufzumachen. Also natürlich muss ich das so runternähen und unterrum und so hoch und ich glaube, hier nähe ich es auch mal hoch und dann habe ich da eine Tasche und da eine Tasche. Ja, da bin ich gerade dran. Und dann schlussendlich nähe ich es dann eben oben richtig zu, also mit dem anderen Blatt noch zusammen. Und dann haben wir da eine Tasche von außen jeweils. Das ist der Plan. Jetzt müssen wir mir die Daumen drücken, dass ich nicht wieder so eine dumme Nadel mache. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie
Verdeckt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt richtig mache. Muss ein bisschen höher gehen wahrscheinlich, obwohl es mir unter da nicht reicht. Naja, mal schauen, was da Frau Bollenhutart noch alles einfällt. Ich zeige euch gleich das Ergebnis. So, jetzt habe ich es dran. Und jetzt ist auch eine Tasche. Meine Güte, ich sag's euch. Da unten habe ich jetzt noch so ein grünes Band hingenäht. Und ich habe mein Schätzle hier mal probiert. Das hat so Zierstiche. Da unten ist jetzt so ein Zierstich dran. Finde ich gar nicht schlecht. Und wenn man es aufmacht, da sieht man den Zierstich jetzt auch. Oben habe ich es jetzt auch einmal zugenäht, auch mit diesem Zierstich. Naja, da weiß ich jetzt nicht, ob das da so prickelnd ist, aber es ist halt jetzt so. Jetzt guckt da ein bisschen so das Papier raus, obwohl ich das wirklich eins zu eins aufeinander gelegt habe. Aber da mache ich jetzt einfach ein bisschen braun, dass es nicht so auffällt. Genau wie hier vorne, bei diesem Eingriffsloch. Und jetzt habe ich quasi hier eine Tasche. Oh, wo sind wir denn? Hier eine Tasche. Ich habe hier hinten eine Tasche und ich habe hier vorne eine und hier hinten eine. Und das kommt dann Mitte ins Junk Journal rein. Da dazwischen sind dann noch andere Seiten dann. Mein Güte, das war jetzt wirklich so ein bisschen. Naja, Learning by Doing. Unter diesem Motto läuft es jetzt wieder. Da sehen wir jetzt so einen Streifen. Da habe ich auch was mit diesem übrigen Papier gemacht. Aber wie ihr seht, habe ich das hier in der Hand. Und die Heidi Klum, die würde sagen, es tut mir leid, ich habe heute kein Foto für dich. Weil die Seite hat es nicht in mein Journal reingeschafft. Und die auch nicht. Und die auch nicht. Und da sind noch einige, wo es nicht geschafft haben. Darum sage ich ja, das Ding hat sowas von gelebt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und was da noch am Schluss passiert ist mit diesem Journal, das ist sowieso der Knaller. Aber das verrate ich euch jetzt noch nicht. Das kommt dann im nächsten Video. Also, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Bleibt kreativ. Und habt Spaß beim Basteln. Und ja, beim Relaxen und beim Abschalten. Und wenn es mal nicht so läuft, dann machen wir halt mal nichts. Da brauchen wir euch nicht unter Druck setzen. Ich bastel auch nur oft nur am Wochenende. Jetzt ist abends, also ja, jetzt ist schon 21 Uhr noch was. Ich weiß gar nicht, muss gar nicht gucken auf die Uhr, keine Ahnung. Ja, habe jetzt gedacht, ich drehe das Intro jetzt noch und so. Und im Fernsehen kommt sowieso wieder nichts Gescheites. Das ist ja Katastrophe. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich den letzten Fernsehfilm geguckt habe. Das kommt in meinem Leben gerade überhaupt nicht mehr vor. Aber ja, dafür macht mir das andere Zeug hier da unten viel mehr Spaß. So, hoffen wir mal alle, dass es so bleibt. Und dass ich da weiter meine Idee mit euch teilen kann. Und ja, und dass ich das Video endlich mal bald öffentlich machen kann, weil es tut mir schon leid, ihr seid wahrscheinlich am Wochenende guckt und denkt, ja, wann bringt sie denn das Video jetzt? Aber sorry, manchmal läuft es auch bei der Frau Bollenhutart nicht so, wie sie sich manchmal denkt. Manchmal ist es einfach ein bisschen zu viel. Und auch ich habe mal so ein bisschen einen Hänger und ich habe da wirklich jeden Tag an der Seite geschafft und ich konnte nicht aufhören. Das ist das Schlimme. Und wenn man dann nicht aufhören kann, dann sind die natürlich auch nicht in die Signatur reingekommen. Und dann konnte ich auch nicht drehen. Drehen konnte ich schon, aber ich konnte dann nicht ein Video schneiden. Naja, darum ist es halt jetzt ein bisschen anders. Dafür gibt es jetzt zwei Teile. Jetzt hören wir auf mich quatschen. Jetzt will ich da auch noch ein bisschen was für mich basteln. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.